Der Begriff Generation Praktikum bezieht sich auf junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen nach der Matura oder nach eben einem akademischen Studium und sich dabei von Praktikumsplatz zu Praktikumsplatz hangeln und eigentlich kaum Chancen haben, eine feste Arbeitsstelle zu erhalten. Das ist so ein Begriff, der vor allem aus der Bundesrepublik auch nach Südtirol übergeschwappt ist und bezieht sich eben auf bestimmte Berufe, aber eben vor allem auf diese Jugendlichen. Zum Glück ist es in Südtirol doch ein bisschen anders. Wir haben in Südtirol die Erfahrung der Studierenden der Freien Universität Bozen und für die Praktikanten, die eben im Rahmen ihres Studiums an der Freien Universität Bozen ein solches Praktikum ableisten, liefert das AFI seit 2013 Zahlen und Daten über die Qualität dieses Praktikums. Man kann vielleicht vorausschicken, Unternehmen sollten und Organisationen sollten einer Versuchung nicht unterliegen, und zwar nicht der Versuchung unterliegen, die Praktikanten als Bursche oder Mädchen für alles zu sehen. Denn gerade an diesem Aspekt messen die Praktikanten die Qualität des Praktikums. Und je eher sich ein Praktikant, eine Praktikantin als Ressource fühlt, desto positiver bewertet er oder sie das Praktikum. Und auch hier können wir für die Studierenden der Freien Universität eigentlich eine positive Rückmeldung geben. 85% empfinden sich als Ressource. 85% waren es im Jahr 2016, und aber auch schon seit 2013. Es sind immer ein sehr hoher Prozentsatz, der sich als Ressource empfindet. Ein verschwindend kleiner Prozentsatz von 2-3% als Belastung für den Betrieb. Aber immerhin 12% empfinden sich als Bursche oder als Mädchen für alles. Und das ist sicher ein kleiner Aspekt, der zu hinterfragen ist. Zuallererst eine gute Begleitung, eine gute Einführung in den Betrieb, eine positive Rolle des Betriebstutors, das schätzen Praktikanten, also wenn sie gewissermaßen in ein vorbereitetes Setting kommen. Natürlich auch ein positives Arbeitsklima, jemand kommt neu in den Betrieb und wird gut aufgenommen. Die Rolle muss klar definiert sein und es braucht Aufgaben, die auch ein Lernpotenzial enthalten, also so reine Routinetätigkeiten, denn das sind nicht besonders für ein Praktikum geeignet, denn ein Praktikum soll auch eine Lernerfahrung bieten. Je mehr dies gelingt, desto positiver werden die Praktika bewertet und desto nützlicher sind sie sowohl für den Betrieb als auch für den Praktikanten. An und für sich kann man auch hier ein positives Urteil abgeben. Fast 20% der Studierenden finden über das Praktikum eine weiterführende Beschäftigung, entweder in Form eines festen Arbeitsvertrages oder in Form projektförmiger Zusammenarbeit. Weitere 17% bleiben in irgendeiner Form mit dem Betrieb noch verbunden. Das heißt, sie schreiben dort ihre Abschlussarbeit oder sie werden aufgefordert, sich nach Abschluss des Studiums dort zu bewerben. Also insgesamt ein positives Bild. Dieses positive Bild wird noch abgerundet. Wir haben die Studierenden gefragt, wie schätzen sie ihre Arbeitsmarktchancen ein auf einer Skala von 1 bis 7. Und hier kommt eine mittelhohe Note heraus von 4,9. Und insgesamt, also Südtiroler Studierende geben auch eine besonders gute Bewertung ab. Also Praktika haben nicht nur einen Nutzen für die Praktikanten, Praktika haben auch einen Nutzen
für die Organisationen und für die Unternehmen, die Praktika aufnehmen. Zum einen können sie gewissermaßen sich anschauen, wie die Jugendlichen sich positionieren, wie sie sich verhalten, wie sie in den Betrieb passen. Und wir nähern uns ja einer Zeit mit einem Mangel an Fachkräften. Und gerade deshalb ist es für Betriebe wichtig, sich angesichts der Wissensgesellschaft, sich angesichts der digitalen Wirtschaft, die auf uns zukommt, sich bereits jetzt als guter Arbeitgeber und als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Und das wird auch durch die Zahl unterstrichen, also durch einen Prozentsatz unterstrichen. 60% der Praktikanten würden ihren Betrieb uneingeschränkt weiter anderen Praktikanten empfehlen. Weitere über 30% würden ihn im Großen und Ganzen weiterempfehlen. Also man sieht, zum einen bemühen sich die Betriebe, sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren, und das wird von den Praktikantinnen eben auch honoriert. Ich denke, das ist eine gute Mischung, dass Praktika eben einen Nutzen für den Betrieb hat, aber natürlich auch einen Nutzen für den Praktikanten. Und dass unsere Daten oder die Daten der Studierenden an der Universität Bozen zeigen, dass das zum überwiegenden Teil der Fall ist.